Heute zu Gast, Herr Manfred Mattes. Herr Mattes, bitte stellen Sie sich einfach mal kurz selber vor. Mein Name ist Manfred Mattes, ich bin Sprecher des AfD Kreisverbandes Kassel-Stadt, Mitglied im Hessischen Landesvorstand und hessisches Mitglied im Bundeskonvent. Vorher war ich Mitglied in der CDU, eigentlich war ich schon 1997 Mitglied in der AfD, nur dass es sie damals noch nicht gab. Ich habe 1997 eine Bürgerinitiative gegen die Einführung des Euro gegründet. Wir müssen endlich handeln, wir müssen endlich was machen. Mattes, Sie sind in vielen Parteigremien Mitglied. Aber was haben Sie in diesem Zusammenhang für die Bürger getan? Sie sagten, dass Sie 1997 eine Bürgerinitiative gegen die Einführung des Euro gegründet hatten. Können Sie uns hierzu etwas erzählen? Als Mitglied im Hessischen Landesvorstand der AfD mache ich sehr wohl viel für die Bürger. Was genau? Ich bin auf vielen Veranstaltungen der AfD als Redner. Sie sind also eher der Redner und weniger der Macher außerhalb der Partei. Wichtig ist doch, dass ich in den Gremien Partei viel mache. Was denn zum Beispiel? Ich war auf dem Stand der AfD bei der Herbstausstellung. Ich weiß, um Sie fotografieren zu lassen. Den Standdienst haben dann andere für Sie gemacht. Und das, obwohl Sie zurzeit aktuell Direktkandidat für die AfD der Stadt Kassel sind. Im Wahlkreis 168. Ich war jedenfalls vor Ort. Sie sagten, dass Sie 1997 eine Bürgerinitiative gegen die Einführung des Euro gegründet haben. Wir haben hierzu jedoch nichts gefunden. Was ist mit dieser Bürgerinitiative? Gibt es diese noch? Das weiß ich auch nicht. Ach so. Sie waren also auch Mitglied in der CDU und nach unseren Recherchen dort auch im Wirtschaftsrat. Was ist mit Ihrer Tätigkeit, dieser Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat? An meine Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat der CDU? Oh, das hatte ich ganz vergessen. Sie haben auch vergessen zu erwähnen, dass Sie 2013 nicht nur Direktkandidat, sondern auch Spitzenkandidat bei den Freien Wählern waren. Was ist mit Ihren Aktivitäten beim Bund Freier Bürger und bei den REP? An eine Mitgliedschaft bei den REP kann ich mich nicht erinnern. Das kann Ihnen auch mein langjähriger Kumpel und Wegbegleiter Herr Peter Münch sagen. Er wird mir bestätigen, dass ich nie bei den REP Mitglied oder aktiv war. Und der musste schließlich wissen. Warum haben Sie die Freien Wähler, nennen wir es mal, verraten? Schließlich haben sich die Freien Wähler in Kassel auf Sie verlassen. Immerhin haben Sie die Freien Wähler mit Ihrer Aufstellung als Direktkandidat bei der AfD überrascht. Und statt Unterstützungsunterschriften zu sammeln, haben Sie lieber Urlaub gemacht, sodass nicht genügend Unterschriften für Ihre Direktkandidat zusammengekommen sind. Und somit konnten Sie schließlich auch nicht als Direktkandidat für die AfD kandidieren. Das liegt doch wohl auf der Hand. Bei der AfD hatte ich wesentlich mehr Chancen, in den Bundestag zu kommen. Als Direktkandidat bin ich nur deshalb gescheitert, weil keiner in der AfD für mich genügend Unterschriften gesammelt hatte. Und das ist eindeutig nicht meine Schuld. Warum haben Sie eigentlich bei der Kommunalwahl in Kassel nicht an vorderer Stelle kandidiert? Sie hätten Sie beweisen können, dass Sie wirklich etwas für die Bürger verbessern wollen. Ich hätte leider nicht genügend Stimmen zusammenbekommen. Ach nee. Und jetzt bei der Wahl als Direktkandidat der AfD für die Wahl zum Deutschen Bundestag bekommen Sie plötzlich genügend Stimmen zusammen, um als Direktkandidat der AfD zu kandidieren? Und Sie Informationen vor, woraus hervorgeht, dass Sie nur deshalb nicht in die Kommunalpolitik wollten, weil Sie dort zu wenig Geld bekommen. Als Mitglied des Deutschen Bundestags erhalten Sie doch wesentlich mehr Geld. Das stimmt, im Bundestag gibt es mehr Geld. Meine Bekanntmachung zur Kommunalwahl haben Sie als Anschrift die Adresse der Kanzlei angegeben. Wohnen und leben Sie wirklich also in der Kanzlei? Beziehungsweise haben Sie zur Kommunalwahl 2060 wirklich im Wahlkreis gewohnt? Natürlich habe ich im Wahlkreis gewohnt. Wir werden das überprüfen und gegebenenfalls die notwendigen Schritte einleiten. Laut Ihrer Kandidatenvorstellung sind Sie bis Dezember 2010 Mitglied der CDU gewesen. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Ich lüge doch meinen Parteikollegen nicht an.
Wie erklären Sie dann, dass Sie im Dezember 2011 vom Wirtschaftsrat der CDU e.V. für Ihre Mitgliedschaft geehrt wurden? In dem Wirtschaftsrat sind schließlich nur Mitglieder der CDU. Das kann nicht sein. Herr Mattes, besten Dank für das informative Gespräch. Wir werden doch weiter recherchieren und nehmen noch weitere Anhaltspunkte vor. Danke, gern geschehen, Herr Müller.